Also ihr seht am Speicherbildschirm, Waffen haben wir, Rüstung haben wir alle gesammelt, Waffen haben wir alle gesammelt. Aber da sind merkwürdigerweise noch Plätze frei, neben den Energietanks und dem komischen anderen Tank. Der eine Tank ist übrigens ein EX-Tank, den ich gesammelt habe. Ich habe keine Ahnung, was zu tun. Aber ist nett, einen zu haben, denke ich. So, gehen wir wieder hier rein. Und wieder mit Shadow Armor. Shadow, Shadow, Shadow. Shadow. Und so weiter. Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz nachgucken, ob ich auch wirklich aufnehme. Bis gleich. Ja, tue ich. Aber ihr müsst mir echt vergeben, ich bin sehr unsicher wegen dieser Sache von vorhin. Ja. Nightmares sind übrigens diese scheiß Tentakelviecher, die mich die ganze Zeit geraped haben. Das sind Nightmares. Und die blauen Orbs sind Nightmare-Seelen, damit steigt mein Hunter-Rang. Tja. Jetzt wissen wir, über welche Nightmares die ganze Zeit geredet haben. Über diese hier. Darum begegnet man denen auch die ganze Zeit. Und sie sind die Hauptgegner im Spiel im Grunde. Und darum konnte der auch die Reploids da, die man retten konnte, böse machen. Im Übrigen, das sind Reploids, die mal für ihn, für Gate gearbeitet haben, aber seinen bösen Mächte durchschaut haben und dann aber nicht stark genug waren, um es mit diesen, ja, Wächtern da aufzunehmen, den Bossen halt. Und darum musste man die retten. So ungefähr war das, habe ich gelesen im Internet. Ich glaube, die Attacke hier ist so stark wegen dem Overdrive, kann das sein? Und darum kann ich vielleicht auch nicht schießen. Aber mir soll es recht sein. Ich brauche den Schuss nicht, wenn ich so eine Attacke habe. Ha. Früher hatte ich Angst vor euch. Jetzt nicht mehr. Okay, ich hatte keine Angst vor ihm, aber er ist weg. Und auch das nicht mehr. Denn ich geht so leicht down. So, wir gehen hier weiter. Hier entlang. Na, wenn wir den wollen. Och, diese Rüstung ist so mächtig. Das ist übel. Das ist richtig geil. Ich bin einfach nicht tot zu kriegen mit dieser Rüstung. Ja. Greift mich doch an, ist mir egal. Ich kann auch auf Instant Death Spike stehen, mir kann niemand mehr etwas tun. Diese Rüstung ist awesome, muss ich wirklich sagen. Ich meine, auf Instant Death Spike stehen, da schaut, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Dass man sowas in Mega Mental geben würde, damit hätte ich nie gerechnet. Für dich muss ich da hochspringen. Tja, und das auch noch im richtigen Moment. Ja, kommt. Ja, nur wegen diesem scheiß Teil habe ich jetzt nicht getroffen. Ich muss zugeben, es nervt ein bisschen, dass hier dann so langsam wird, weil ich so oft hitte. Ja. Okay, na endlich. Das hier müsste ich auch abkürzen können. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Oh Gott, das ist natürlich geil. Hier warten. Warten, bis die Teile weg sind, weil normalerweise werden die meine Lebensretter. Hier stören sie mich. Oh Gott, das wäre eine echt schwere Stelle. Habt ihr das gesehen? Das ist jetzt zum Kotzen. Also gehen wir hier rein und begegnen schon wieder einen Boss, nehme ich an. Geht schnell mit der Rüstung. Ich bin zwar schwer angeschlagen, aber selbst wenn ich sterbe, einfach einmal und dann habe ich wieder voll Energie. Hi Max! Moment, kann ich dich überhaupt besiegen? Ja. Ich kann nicht verlieren. Du redest immer noch über Sachen wie das. Ich muss einfach gewinnen.
Kann ich ihm jetzt überhaupt schaden? Ich meine ernsthaft, ich hab ja nicht mehr... Okay, ich kann ihm schaden, und zwar übelst. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Habe ich kein Problem mit. Ist wohl eigentlich, um meinen aufgeladenen Schuss abzuwehren, den ich ja eh nicht benutze. Und da muss man dann mehrmals drauf feuern, damit es kaputt geht, ich verstehe. Und zwar, so wie es aussieht, nicht gerade wenig oft. So, weil es überlebt fast einen Schlag von mir. Fast. Ja, scheiße. Ich könnte auch so hoch springen. Dann sollte das... ja. Ich wusste, dass ich sterben würde. Das ist keine Überraschung. Von daher ist es jetzt nicht schlimm. Ich weiß, dass ich ihn besiegen kann. Ich weiß, wie ich ihn besiegen kann. Der wird schnell liegen mit der Shadow Armor. Aber wenn man... Wenn die erste Stage sowieso darauf ausgelegt war, dass man die hat, weil ansonsten ist die so ziemlich unschaffbar, wenn nicht sogar wirklich unschaffbar, dann müsste Capcom doch damit gerechnet haben, dass man hier durch die Bosse einfach durchrauscht, so wie ich gerade. Tja, das nützt ja alles nichts mehr, Junge. Speedster wäre natürlich auch nicht schlecht mit der Rüstung hier. Ich muss ihn richtig erwischen, dann kann ich ihn erwischen, ohne dass ich diese Teile kaputt machen muss. Seine Rüstung da, die er um sich hat. Ach du Wichser. Er wird trotzdem down gehen. Ja, du bist schon so gut wie tot, mein Freund. Ich hätte hochspringen müssen. Hoch! Hoch! Das ist awesome. Ja, jetzt ist er down. Tja, mein Freund, du hast wohl nicht mit der Shadow Armor gerechnet, hä? I'm a Ninja! The only thing that can beat me are Pirates! Juhu. Gleich noch was. Okay. Ist in Ordnung, aber erst ein Schnitt. Bis gleich. Also wenn ich in der Geschwindigkeit weitermache, dann liegt dieser Megaman-Teil heute. Zumindest wenn es so weitergeht wie bisher. Dann sollte das kein Ding sein. Sehr schön, wieder was für meinen Energietank. Okay, da muss ich rein. Geht's da nach links? Nein. Ich hätte fast schon damit gerechnet. Ja, ist okay. Ja, tu deine Deckung runter und du bist tot. Meine Energietanks sind sowieso wieder voll. Oh, das ist geil. Ich hatte so Probleme mit den Wichsern und jetzt... Ach, das wäre auch eine gemeine Stelle gewesen. Fall runter und du bist tot. Oh, hier packen sie wieder so einen Scheiß aus. Da sterbe ich. Okay. Konnte ich ja nicht wissen. Ich dachte, da unten wäre vielleicht nochmal eine Plattform oder so. Sorry. Ich werde einfach nicht gesund, das ist schlimm. Da, hier runter war ein Tod. Oh, ich wurde erwischt. Schrecklich. Ich kann mich jetzt nochmal aufladen. Und dann geht's los. Ja, komm, zu der Entdeckung runter. Danke. Schwanzlutscher. Boah, das war knapp. Wie kriege ich das Teil down? Du, ich habe keine Ahnung. Hä?
Fernkampfwaffe habe ich ja nicht. Das ist soweit ja eigentlich nicht schlimm. Außerdem würde es mir eh nicht nützen, um ehrlich zu sein. Klar kann ich das Teil dann im Fernkampf kaputt machen. Aber rüber komme ich deswegen immer noch nicht. Zumindest nicht zwingend. Das Blöde ist, die Teile machen tatsächlich Schaden. Wenn ich da reinlaufe, ich nehme Schaden. Ja, kein Scheiß. Das heißt, ich kann hier vielleicht gar nicht mit der Shadow Armor durch. Weil ich ja sonst durchspringen müsste. Schlecht, 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 schlecht. Geht's da oben weiter? Nein. Tja. Scheiß. Scheiß. Mit der Blade Armor wär's möglich. Ja, komm. Deckung runter, Junge. Danke. Das muss doch irgendwie schaffbar sein. So einen Scheiß sollten die doch nicht einbauen, oder? Nicht schaffbar, den Scheiß. Das mit dem Regen wäre an sich ja schon okay, von mir aus. Aber nicht so... Ja komm, Deckung runter. Nicht so ein Fucksprung. Tatsache ist, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Höchstens mit Blade Armor. Was finde ich interessant? State Selection. Ich muss vielleicht ernsthaft tatsächlich Blade Armor auswählen. Ja, speichern wir, ist okay. Oh Gott. Ja, save, continue game, ja. Und jetzt nochmal rein und mit Blade Armor auf die muss ich alle Stages nochmal machen. Blade. Mal schauen. Nein, ich muss nur die Stage nochmal machen. Das ist okay. Aber die hatte Fuck-Stellen drin. So ein Fuck zum Beispiel. Den Fucker. Und vor allem noch mehr von den Fuckern. Vielleicht kann man hier auch einfach einen anderen Weg auswählen. Letztes Mal bin ich oben lang. Nein, ich komme hier sowieso runter. Da oben wäre lediglich Energie. Gott. Tod im Fall, Motherfucker. Wie chaotisch es hier zugeht. Es wird eine Herausforderung, da hinzukommen. Eine ganz andere wie mit der Blade Armor. Ganz eindeutig, ihr seht schon. Wie mit der Shadow Armor. Danke, du fucking Nightmare.